herzliche Leute sind sehr seltsam. Ich frage mich, was los ist. Ich frage mich, ob es diesen Wetterschnipp überhaupt gibt, nachdem sich König hat suchen lassen. Ich hoffe, dass das Ganze bald wieder vorbei ist und alles wieder normal wird. Mein Kollege hat mir letztens ein Geheimnis vertraut. Ich habe versucht, dem auf den Grund zu gehen, aber ich habe es nicht geschafft. Toll, und was? Ja. Das sah cool aus. Liebe Prinzessin Zelda, wenn du zu ihr willst, geh auf weiter Richtung Thronsaal, falsch geschrieben. Boah, wie viele sind hier noch? Ich werde selber wissen, wen ich vertrauen kann, auch wenn ich aus den Zahlen verziehen kann. Ich weiß nicht, was Prinzessin in der See dazu sich hier einfach so rumspazieren lässt. Nun gut, die Prinzessin hat angeordnet, dass du dich im Schloss frei bewegen darfst, also werde ich dich hier aufhalten. Ich behalte dich im Auge, war kaum ein Einfug. Und Prinzessin Zelda geht es durch, durch das Tor da vorne. Lass mich bitte meine Pflicht erledigen, ich muss Wache halten. Wieso ich so klinge? Ist der Verweibsvolk anwesend? Was? Nein. Ich will in die Stadt, um noch etwas köstliche Schokolade zu essen. Hallo, ich habe keinen Brief für dich. Es gibt noch einen Brief, der per Nachnamen findet, Mutter, oh mein Gott. Okay. Einen neuen Brief für dich. Er wurde per Nachnamen versandt. Der erste Brief kostet 20 Rubine. Kannst du Rubine bezahlen? Ja, ja. Das war's, hier ist dein Brief. Wenn du einen Brief zu verschicken hast, dann immer her damit. Ach, oh Herr Fee! Tingle ist so froh, dass Herr Fee extra gekommen ist, um ihn zu retten. Im Namen aller Tingles möchten wir uns beim Herrn Fee bedanken und zu einer Tasse Tee im Tingelturm einladen. Tingle würde Herr Fee dann noch gerne seine Karte zeigen. Herr Fee, entschuldigt, dass ich gerade keine Rubine habe, aber wir sind ja Freunde und leihen einander. Tingle! Tinglemon! Und mal nachschauen, wie das jetzt hier drin aussieht. Natürlich kann ich immer noch nichts ändern. Na dann, auf zum Tingelturm. Da! Da! Nein! Bist doof? Nein, bist nicht doof, verdammt. Aua! Flop. Awesome. Habt ihr eigentlich nur das Chipset gewechselt oder ist es wirklich eine komplett neue Map? Bist du eingeladen? Ja. Oh, Herr Fee, schön, dass ihr die jetzt Einladung angenommen habt. Schaut euch in Ruhe um. Nein, das ist hier etwas leer. Vielleicht könnt ihr Herr Fee die anderen Tingles suchen. Dann wird es hier viel schöner. Ja, Herr Fee ist immer hilfsbereit. Dafür gibt Tingle einen Sonderrabatt auf seine Karte. Möchtet ihr einen von Tingles Karten kaufen? Grelia. 5 Rubine. Du hast die Karte von Grelia erhalten. Nutze M, um einen Blick auf sie zu werfen. Tingle, Tingle, Kunulimpa! Diese magischen Worte Tingle für sich ersonnen. Stehen Sie sie nicht. Vor wie bei den 7 Zwergen. In Bund. Was ist das? Ich bin nicht wirklich durch einen Kamin gerade aufs Dach des Turmes gekommen. Oh Gott. So. Aber nichts, was ich machen kann. Ihr redet ja immer noch dasselbe.
Ey, komm her. Kann ich ebenfalls noch nichts ändern. Da wir jetzt überall wunderbares Wetter haben, muss ich mich natürlich erstmal umsehen, was ich denn hier jetzt alles Schönes tun kann. Oder auch nicht tun kann, je nachdem. Ich habe mich gerade verkackt hier. Ich kann nicht hier durch. Ich bin so doof. Erstmal ist es wieder eine Zeit zu speichern. So. Ups. Ich hasse euch. Flup. Ich suche noch was. Wo war das denn? Hier? Ja, genau das da suche ich. Tut mir leid wegen der Nuss. Darf ich die Bomben anbieten? 10 Bomben für nur 40 Rubine. Bist du wahnsinnig? Nein. Ups, dann war ich nicht besser. Ich glaube, da... Bevor ich mich jetzt groß umschaue, werde ich aber erstmal hier gucken, bevor ich jetzt groß weiterspiele, werde ich erstmal gucken, ob ich hier noch irgendwelche lustigen Dinge finde. Ups. Bomben. Lass mich rein. Machen wir das, was ich angeblich immer mache. Bomben. Hilft natürlich nichts. Überraschung. Kann man hier irgendwo nochmal spielen? Nee, irgendwie nicht. Doof. Muss ich mal eben das Wetter killen. Flupp.
Es muss hier doch irgendwo so einen dämlichen Baumstumpf geben, verdammt. Oder kann ich hier echt erst lang, wenn ich schwimmen könnte? Rein theoretisch. Sieht ganz danach aus. Das heißt, ich bin ganz umsonst hier lang gerannt. Hass. Tatsache. Völlig umsonst. Lass mich sterben. Nein, nicht. Ich müsste doch jetzt auf den Berg können. Also auf die Vierenspitze. Oder zumindest weiterkommen. Weil wegen Regen und so. Okay, der Toropass ist natürlich gemeint. Mal nachschauen hier, wo ich jetzt hinkomme. Wahrscheinlich komme ich nicht sehr viel weiter, weil mir einfach Sachen fehlen. Oh, ein Corona. Schau sich einer diesen großen leckeren Haufen Steine an. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich diese Steine ganz genüsslich verspeisen. Aber der König wünscht sich, dass ich die Steine aus dem Weg räume, um den Weg zum Toropass freizumachen. Vielleicht müsste man diese Steine einfach wegsprengen. Okay, bin ich dabei. Boom. Haha, es hat vollkommen ausgereicht. Vielleicht, wenn die Explosion stärker wäre. Vielleicht könnten wir mit einem Pulverfass mehr anrichten. Komm mal zu mir. Mein Cousin hat ein Pulverfasslager in der Hyrule-Ebene. Sollten wir ihn fragen, ob er uns eins borgt? Was meinst du? Lass uns zu ihm gehen! Großartig! Großartig! Dummerweise habe ich mir meinen Fuß verstaucht. Ich werde wohl nicht mehr in dieser Demo fit genug sein. Ihr seid doof! Tut mir sehr leid. Dann halt nicht. Ich möchte nochmal anmerken, dass diese Stelle um diesen Stein rum sehr ekelhaft aussieht. So. Allgemein sind ein paar Sachen hier abgehackt, sehe ich gerade. Macht nichts. Und wieso ist unter diesem Strauch nichts? Also nicht so eine abgehackte Animation, dass der Strauch halt abgehackt ist. Ach, wo ist denn jetzt so ein dämlicher Baum? Ich weiß, da oben war einer bei der Vierenspitze beim Pass, aber... Ich hätte doch nach da.